Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben im letzten Beitrag uns mit der Energieerhaltung beschäftigt und wir werden das heute fortsetzen und uns um eine weitere Erhaltungsgröße kümmern, nämlich die Impulserhaltung. Tatsächlich ist es so, dass wir dabei auch den Impuls des elektromagnetischen Feldes kennenlernen werden. Das ist ja eine Größe, die nicht ganz so geläufig ist wie die Energie des elektromagnetischen Feldes. Ja, und damit werden wir jetzt entsprechend beginnen. Also, es geht um die Impulserhaltung und die erste Frage ist natürlich, warum interessieren wir uns denn überhaupt für den Impuls. Und das ist leicht beantwortet, weil Sie wissen schon aus der Mechanik, dass es eine ganz elementare Beziehung gibt zwischen dem Impuls, dort eben der mechanische Impuls, und der Kraft, der mechanischen Kraft. Und diese Beziehung ist die, dass eben die Kraft die zeitliche Ableitung des Impulses ist. Das ist tatsächlich auch wesentlich fundamentaler als die klassische Formulierung F gleich M mal A. Das liegt daran, dass F gleich d nach dt des Impulses eben auch gilt für den Fall des relativistischen Impulses, wie man ihn im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie kennt. Und wir wissen ja auch, dass die elektromagnetische Feldtheorie eigentlich eine relativistische Theorie ist. Das haben wir angerissen bereits bei den quasi-stationären Feldern, als es um die Induktion ging. Deshalb ist es außerordentlich sinnvoll, sich einfach mal mit dem Impuls bzw. dann eben mit der Kraft zu beschäftigen. Die Kraft haben wir axiomatisch schon kennengelernt und Sie wissen es natürlich auch so aus anderen Veranstaltungen und auch aus Videos, die wir hier schon hatten, dass die Lorentzkraft sich in dieser Form schreibt. F ist gleich Q mal E plus V Kreuz B und V wäre jetzt eben die Geschwindigkeit, mit dem sich ein Ladungsträger Q im E-Feld und im B-Feld bewegt. Und ja, könnte man denken, okay, damit weiß ich ja alles prima. Tatsächlich ist es aber so, dass dieser Ausdruck hier, die Lorentzkraft, für viele konkrete Berechnungen, in denen es um Kräfte geht, zum Beispiel bei elektrischen Antrieben, aber es gibt auch andere Beispiele, da ist diese Formulierung tatsächlich relativ schwierig anzuwenden. Und es ist dann schöner und einfacher, tatsächlich eine Formulierung zu wählen, die nur mit den Feldern auskommt. Und es wird jetzt zunächst mal darum gehen, dass wir eben die Lorentzkraft umschreiben auf eine Formulierung, die nur mit den Feldern auskommt. Und dann werden wir danach uns auch wieder anschauen, was hat denn das mit dem Impuls, dann eben nicht unbedingt mit dem mechanischen Impuls, sondern mit dem elektromagnetischen Impuls zu tun. Das heißt, wir werden jetzt in diese Analyse einsteigen und statt der Kraft werden wir die Kraftdichte, also eine lokale Größe nehmen, so wie wir das in der Vergangenheit auch schon häufiger gemacht haben. Und ganz analog würde dann eben analog zu dieser Formulierung hier oben, F gleich dp nach dt, würden wir dann eben sagen, okay, die Kraftdichte ist die zeitliche Ableitung einer Impulsdichte und die Kraft ist dann natürlich das Volumenintegral der Kraftdichte. Ja, und mit dieser Kraftdichte können wir jetzt auch weiter rechnen. Das heißt, es ist hier oben nochmal hingeschrieben, die Kraftdichte. Und wir setzen jetzt wieder die Lorentzkraft ein, aber eben nur lokal, sodass eben aus der Ladung Q eine Ladungsdichte Rho V wird. Ansonsten steht hier nach wie vor das E plus V Kreuz B. Und naja, wenn wir das Rho V in die Klammer reinziehen, dann haben wir zunächst mal natürlich einen Term Rho V mal E. Und für den zweiten Summanden bekommen wir einen Term Rho V mal der Geschwindigkeit V. Und das wissen wir,
Das ist nichts anderes als die Stromdichte J. Und ja, ich habe jetzt zwei Terme schon mal farbig hinterlegt, weil das werden die Terme sein, die wir als erstes auf Feldgrößen umschreiben. Und ja, welche Beziehung nutzt man dazu? Das ist eigentlich klar. Natürlich werden wir hier die Maxwell-Gleichungen heranziehen. Und ja, wo taucht diese grüne Größe hier auf in den Maxwell-Gleichungen? Das ist natürlich im Gauß-Gesetz Divergenz D gleich Rho V. Das heißt, das hätten wir hier einfach mal eingesetzt. Und J taucht auf im Ampere'schen Durchflutungsgesetz mit der Maxwell'schen Ergänzung. Das heißt, Rotation H ist ja J plus dd nach dt. Also können wir J ersetzen durch Rotation H minus dd nach dt. Ja, jetzt könnte man schon sagen, okay, jetzt sind nur noch Feldgrößen da, machen wir an der Stelle Schluss, machen wir aber nicht. Wir rechnen weiter, um tatsächlich einen schöneren Ausdruck zu bekommen. Das Erste, was wir machen, ist, dass wir hier im zweiten Summanden einfach das Kreuzprodukt auf die beiden Terme anwenden. Das heißt, wir hätten einmal Rotation H Kreuz B und zum anderen dann eben minus dd nach dt Kreuz B. Und ja, wenn wir hier weiterschauen, hier haben wir diese Zeitableitung. Und über die Zeitableitung von D wissen wir jetzt zunächst mal nicht unbedingt was. Wir wüssten aber was über die Zeitableitung von B. Und da ist es naheliegend zu sagen, okay, dann ziehen wir doch einfach mal die Zeitableitung nach vorne, bilden also die Zeitableitung von D Kreuz B. Dann bekommen wir natürlich diesen Term. Aber wir bekommen einen zweiten Term zu viel, nämlich d Kreuz db nach dt und den ziehen wir einfach wieder ab, dann stimmt es wieder. Und ja, an der Stelle, habe schon gesagt, db nach dt können wir wiederum ausdrücken. Und hier steht ja auch schon minus db nach dt und minus db nach dt ist nach dem Faradayschen Induktionsgesetz nichts anderes als plus Rotation E, was wir hier eingesetzt haben. Ja, und jetzt können wir einfach die Terme ein bisschen sortieren und kommen dann schließlich zu dieser Formulierung, die schon ganz nett aussieht. Und ich habe mal daneben geschrieben, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Wir haben hier noch keine spezielle Form der Materialgleichungen angenommen. Das heißt, bis hierhin sind wir jetzt tatsächlich gekommen für beliebige Materialien. Wenn man sich das genauer anschaut, wundert man sich ein bisschen, warum sind die beiden Ausdrücke, die hier in den eckigen Klammern stehen, so asymmetrisch? Wir haben hier noch einen Term E-Divergenz D. Wieso taucht er in der zweiten Klammer nicht entsprechend mit H und B auf? Das können wir natürlich einfach erschaffen. Wir können natürlich relativ problemlos hier ausnutzen, dass Divergenz B gleich 0 ist. Und dann können wir diese Formel neu hinschreiben und haben tatsächlich dann auch einen Ausdruck, der sehr schön symmetrisch aussieht. Wir werden das später nicht mehr machen, aber wenn Sie sich über die Asymmetrie gewundert haben, die können Sie kompensieren, indem Sie einfach hier die vierte unserer Maxwell-Gleichungen anwenden, sodass wir auf dieser Formel, auf dieser Folie hier letztendlich dann auch alle vier Maxwell-Gleichungen eingesetzt haben, aber eben noch keine Materialgleichung. Sprich, bis hierhin, ich habe es eben schon gesagt, gilt das für beliebige Materialien. Jetzt beim Weiterrechnen werden wir aber wieder auf den Spezialfall, den wir so gerne haben, gehen, nämlich auf homogene lineare isotrope Medien. Das war das Letzte, was wir hingeschrieben hatten. Und hier können wir jetzt natürlich, wenn wir das umschreiben und ausnutzen, dass d gleich Epsilon mal e ist und b gleich μ mal h ist, können wir das zum Beispiel auch nur in e und b hinschreiben und bekommen entsprechende Vorfaktoren Epsilon bzw. 1 durch μ. Was hier vielleicht schon auffällt, ich möchte an der Stelle schon mal darauf hinweisen, wir haben hier einen Term e Kreuz b.
Hier könnte man natürlich auch ohne weiteres jetzt einen Term E Kreuz H draus machen, indem wir wieder ausnutzen, dass B gleich μ mal H ist. Dann stünde davor dann einfach Epsilon mal μ und dann hier E Kreuz H. Und E Kreuz H kennen wir schon. Das haben wir bei der Energieerhaltung schon kennengelernt. E Kreuz H ist der Pointing-Vektor. Es deutet also sehr viel darauf hin, dass wir eine Größe, die wir als Energieflussdichte kennengelernt haben, hier wiederfinden werden, wenn es um Kraft bzw. später dann um Impuls geht. Also das einfach schon mal im Hinterkopf behalten, da wird auf jeden Fall was kommen. Gut, als nächstes wollen wir uns um diese etwas unschönen Ausdrücke E-Kreuzrotation E kümmern. Genauso hier B-Kreuzrotation B. Und wollen die etwas anders hinschreiben, damit die Gleichungen zum Schluss dann einfach schöner werden. Und das können wir machen, indem wir folgende Vektoridentität ausnutzen. Gradient A skalar multipliziert mit B ist eben nichts anderes als A Kreuz Rotation B plus B Kreuz Rotation A und dann eben plus die Richtungsableitung in Richtung A angewendet auf B und die Richtungsableitung von B angewendet auf A. Spezialfall, wenn die beiden Vektoren gleich sind, also Gradient von A Quadrat, ist dann eben zweimal A Rotation A plus zweimal die Richtungsableitung in Richtung A angewendet auf A selber. Und da tauchen jetzt genau solche Ausdrücke auf, wie wir sie auch oben stehen haben, E-Rotation E, B-Rotation B. Das heißt, die können wir ausdrücken und ich nehme mal direkt minus E-Rotation E. Minus E-Rotation E ist dann eben einfach die Richtungsableitung in Richtung E multipliziert mit oder angewendet auf E minus eine halb Gradient von E Quadrat und für B natürlich dann analog. Wenn wir das ausnutzen und einsetzen, dann schreibt sich die Kraftdichte in der Form, wie sie hier unten steht. Und mit den ersten beiden Summanden werden wir uns gleich weiter beschäftigen. Mit dem dritten auch. Also behalten Sie die ersten drei Summanden schon mal im Blick. Die werden uns gleich nochmal beschäftigen. Aber was wir hier schon sehen, stellen Sie sich mal vor, Sie würden statt E mal E an dieser Stelle E mal D schreiben wollen, dann würde das Epsilon ja gerade wegfallen. Das heißt, das, was hier steht, ist eigentlich ein halb E mal Epsilon, ein halb E mal D. Das ist aber nichts anderes als die elektrische Energiedichte. Wenn Sie hier ein B durch ein μ mal H ersetzen, dann geht das μ hier gerade weg. Das heißt, hier steht nichts anderes als ein halb B mal H. Das ist die magnetische Energiedichte und somit ist das, was hier in der eckigen Klammer steht, als Argument des Gradienten, nichts anderes als die elektromagnetische Energiedichte. Und hier hinten, ich hatte es eben schon gesagt, hier können wir natürlich das B ersetzen durch μ mal H. Das μ kommt nach vorne. Dann steht hier nichts anderes als Epsilon mal μ mal die Zeitableitung des Pointing-Vektors. Ja, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Und wie gesagt, ich hatte gesagt, die ersten drei Terme, die werden wir mal bitte im Gedächtnis behalten, weil die müssen wir gleich vergleichen mit einem Term, der ganz als nächstes kommt. Ziel ist jetzt im nächsten Schritt, dass wir das ein bisschen einfacher schreiben. Das ist immer noch ein bisschen zu kompliziert. Und dafür führen wir eine neue Größe ein, nämlich den sogenannten Maxwell'schen Spannungstensor. Sie kennen vielleicht Spannungstensoren aus der Kontinuumsmechanik. Und der Maxwell'sche Spannungstensor ist eine ganz analoge Größe, nur jetzt eben für das elektromagnetische Feld. So wie der normale Spannungstensor in der Mechanik ist auch der Maxwell'sche Spannungstensor ein dreidimensionaler Tensor zweiter Stufe, also im Prinzip sowas wie eine 3x3 Matrix. Tensor ist nicht genau das wie eine Matrix, aber wir lassen das hier mal so einfach stehen, dass das eine 3x3 Matrix ist.
Das heißt, Sie können sich den als komponentenweise angeordnetes Schema vorstellen mit einem Zeilenindex I und einem Spaltenindex J. Und wir definieren den jetzt in folgender Art und Weise, so wie das hier steht. Das soll tatsächlich unser Maxwell'scher Spannungstensor sein. Und wenn wir kurz auf die Einheiten schauen, dann stellen wir fest, jedes der Matrix-Elemente hat die Einheit Newton pro Quadratmeter. Das ist Pascal, also die Einheit des Druckes, Kraft pro Fläche, die Einheit eines Druckes. Und ja, wir können das auch mal explizit hinschreiben. Vielleicht sieht man dann mehr, aber an der expliziten Schreibweise sehen Sie vielleicht am ehesten auch, warum man das nicht so gerne explizit hinschreibt, weil es ist wirklich eine elende Schreibarbeit. Aber wenn Sie das einfach einsetzen, also I und J jeweils durchlaufen lassen, Zeilenindex, Spaltenindex durchlaufen lassen, kämen Sie auf diesen Ausdruck. Indem Sie jetzt, also das Delta IJ hier, was hier steht, das macht Ihnen ja gerade die Einheitsmatrix und die Faktoren davor, das haben wir eben schon gesagt, das ist nichts anderes als eben die elektromagnetische Energiedichte. Sprich, den dritten von unseren drei Summanden, wo ich eben gesagt habe, sollen die bitte in den Augen behalten, den finden wir hier schon wieder. Und die Frage wäre, ob die ersten beiden irgendwo in diesem Gebilde verborgen sind. Antwort wird ja sein. Um das zu sehen, bilden wir einfach mal die Divergenz von diesem Gebilde. Jetzt werden Sie sagen, ups, Divergenz von einer Matrix, Divergenz von einem Tensor zweiter Stufe, was ist denn das? Naja, das ist jetzt eigentlich auch nicht schwieriger als die Divergenz von einem Vektor. Die Divergenz von einem Vektor ist ein Skalar. Divergenz, ein Vektor ist ein Tensor erster Stufe. Was wird dann wohl die Divergenz von einem Tensor zweiter Stufe sein? Das wird ein Tensor erster Stufe sein, sprich ein Vektor. Also wir können die Definition der Divergenz ganz normal auf dieses Gebilde loslassen. Das machen wir jetzt auch und schauen uns mal die J-Komponente der Divergenz von T an. Also Divergenz T und davon die J-Komponente. Das ist dann nach Definition der Divergenz nichts anderes als die Summe über die partiellen Ableitungen der Elemente, also Summe i gleich 1 bis 3, d nach dxi, in kartesischen Koordinaten wäre das also x, y, z, von tij oder in Kurzschreibweise mit der einsteinschen Summenkonvention einfach dITIJ. Wenn wir das ausschreiben, dann ist das eben diese Summe, so wie sie hier steht. Hier sind jetzt einfach die TIJs eingesetzt und Sie können die Ableitung natürlich problemlos ausführen, wobei Sie dann immer sehen müssen, dass Sie eben richtig nach Produktregel ableiten. Die Summe geht nur bis hier. Das hier hinten kommt letztendlich wegen der Delta-Funktion, steht das dann außerhalb der Summe. Und Sie erkennen hier schon wieder, dass da die Energiedichte drin steht und hier vorne eben letztendlich die anderen beiden Summanden drin versteckt sein müssen. Ja, und jetzt kann man sich anschauen, die Ableitungen, die hier stehen, und mit den Summen hier erkennen Sie relativ schnell, dass sich das auch genau eben in dieser Form schreiben lässt, dass das eben diesen Ausdruck ergibt. Und wenn Sie das jetzt eben vergleichen mit den ersten drei Termen der Kraftdichte, wo ich Ihnen sagte, die sollen Sie sich kurz einprägen, dann erkennen Sie, dass die Divergenz von T, die J-Komponente, der Divergenz von T gerade der J-Komponente dieser ersten drei Terme entspricht. Mit anderen Worten, wir können die Kraftdichte jetzt tatsächlich schreiben als Divergenz T und dann bleibt noch übrig, also dann muss ich die ersten drei Terme stecken hier drin und das ist noch der vierte Term, den wir bei der Kraftdichte hingeschrieben hatten, wo ich Ihnen schon gesagt hatte, naja, da taucht
letztendlich die, der Pointing Vector wieder auf. Und das können wir jetzt auch hinschreiben, das ist also Divergenz T und dann eben minus Epsilon mal mü und dann hier hinten eben E Kreuz H statt E Kreuz B, also eingesetzt B gleich mü mal H. Und da sehen Sie es jetzt explizit und hier ist es auch hingeschrieben, E Kreuz H ist gerade der Pointing Vector. Sodass wir also letztendlich haben, F, die Kraftdichte, ist Divergenz T minus Epsilon mu mal ds nach dt. Ja, und wenn man das so sieht, dann sieht das natürlich schon verdammt nach einer Bilanzgleichung aus. So viel wissen Sie jetzt schon. Wir haben hier eine zeitliche Ableitung und hier haben wir einen Divergenzterm. Jetzt stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie würden über das Volumen integrieren. Dann hätten Sie auf der einen Seite natürlich die komplette Kraft und auf der anderen Seite hätten Sie hier ein Volumenintegral über die Divergenz. Das gibt einen Oberflächenterm. Und hier hinten hätten Sie wieder ein Volumenintegral, aber mit einer zeitlichen Ableitung. Also Volumengröße hat was, wird in Verbindung gesetzt mit einer zeitlichen Ableitung einer Volumengröße und einem Term über die Oberfläche. Das schreit schon nach einer Bilanzgleichung. Und diesen Weg werden wir jetzt tatsächlich dann auch zu Ende fortführen und dabei dann eben tatsächlich auf die Impulsbilanz kommen. Schreiben wir erst noch das, was ich gerade gesagt habe, nämlich diesen Schritt auf das Volumenintegral hin. Die Gesamtkraft wäre dann eben das Volumenintegral über die Kraftdichte und dementsprechend auf der anderen Seite bleibt dann, wie ich es gerade schon gesagt habe, das Oberflächenintegral über den Maxwellschen Spannungstensor mal dA stehen und davon abgezogen wird die zeitliche Ableitung von diesem Volumenintegral über S und das Ganze mal Epsilon und Mu. Ja, versuchen wir das mal zu interpretieren. Dafür zerlegen wir das. Wir haben offensichtlich eben zwei Terme und wir schauen uns erstmal den ersten Term an, also dieses Volumenintegral. Offensichtlich haben wir hier also einen Beitrag zur Gesamtkraft, der aber nur auf die Oberfläche des betrachteten Volumens wirkt. Betrachtetes Volumen heißt übrigens, Sie können hier Ihr Volumen natürlich selber festsetzen. Wenn Sie also jetzt zum Beispiel sich für die Kraftwirkung auf eine Platte eines Plattenkondensators interessieren würden. Da gibt es ja zwischen den Platten ein elektrisches Feld. Wenn Sie jetzt wissen wollten, wie stark ist denn die Kraft, die dann aufgrund des elektrischen Feldes auf die Platte wirkt, dann würden Sie natürlich jetzt ein Volumen wählen, das diese Platte einschließt. Der erste Term wäre also ein Term, der nur auf die Oberfläche dieses Volumens wirkt. Dann müssen wir uns anschauen, was sind denn eigentlich die Komponenten von T? Die werden ja hier skalar multipliziert mit dem Oberflächenelement, also letztendlich auch mit der normalen Richtung der Fläche, die ja nach Konvention immer nach außen gerichtet ist. Wenn Sie sich das anschauen, dann ist klar, ich erinnere auch nochmal an die Kontinuumsmechanik, dass das TIJ die ite Komponente, das ist letztendlich die Wirkrichtung, also das I gibt Ihnen an, in welche Richtung das Ganze wirkt, die ite Komponente der Kraft pro Fläche, wir haben ja gesagt, das ist von der Dimension her sowieso ein Druck, auf ein Flächenelement in Richtung J, also mit dem normalen Vektor EJ ist. Das heißt, das TIJ verknüpft Ihnen letztendlich eine Wirkrichtung mit einer normalen Richtung. Spezialfall wäre, betrachten wir auch gleich, die Richtungen stimmen überein, also sprich die Wirkrichtung ist gleich der normalen Richtung. Das wäre der Fall I gleich J. Das sind dann die Komponenten TII, die Hauptdiagonalkomponenten. Das sind dann die sogenannten Normalspannungskomponenten, bei denen Normalen und Wirkrichtung eben gleich sind.
Und die anderen Komponenten, nämlich die für I ungleich J, das sind dann die sogenannten Shear-Spannungskomponenten, bei denen sich die normalen und die Wirkrichtung unterscheiden. Das wäre das erste Integral, das letztendlich den Beitrag der Kraft liefert, der auf die Oberfläche des betrachteten Volumens wirkt. Der zweite Beitrag, das ist das Volumenintegral. Und hier haben wir offensichtlich dann einen Beitrag, der im gesamten Volumen wirkt. Und das Erste, was wir feststellen, ist, dass wenn S gar nicht von der Zeit abhängt, das heißt, wenn das stationär ist, dann ist dieser Beitrag 0. Und dann wirkt die Kraft tatsächlich nur über die Oberfläche des Volumens. Erst wenn sich S zeitlich verändert, wenn das variiert, erst dann bekommen wir einen Beitrag zur Kraft durch das Volumen selber. Ja, und in der Mechanik, da hatten wir ja, damit hatten wir ja angefangen, dass wir gesagt haben, die Kraft hängt zusammen mit dem mechanischen Impuls über die Zeitableitung. Das heißt, F ist gleich d nach dt von P mechanisch oder die Kraftdichte d nach dt der mechanischen Impulsdichte. Und so ein d nach dt taucht ja hier auch wieder auf. Deshalb ist es jetzt sehr, sehr naheliegend, dass wir einen elektromagnetischen Impuls einführen, beziehungsweise dann eben die Impulsdichte. Und zwar mit der entsprechenden Definition. Wir haben hier auf der einen Seite immer noch die Kraft stehen. Also können wir das als Beitrag zu einer Kraft ansehen. Und wegen der zeitlichen Ableitung ist es naheliegend, das, was zeitlich abgeleitet wird, eben als Impulsdichte, beziehungsweise dann eben im Integralfall als Impuls zu definieren und zu interpretieren. Das heißt, hier taucht der Pointing-Vektor, den wir ja schon als Energieflussdichte kennengelernt hatten, in einer zweiten Bedeutung auf, jetzt eben als die entscheidende Größe, die den elektromagnetischen Impuls oder die elektromagnetische Impulsdichte bringt. Und das ist kein Zufall, dass hier der Pointing-Vektor auftaucht. Ganz klar wird das, wenn man spezielle Relativitätstheorie macht und dort sieht, dass Energie und Impuls eigentlich nur verschiedene Aspekte einer vierdimensionalen Größe sind. Wir werden aber auch hier, wenn wir dann später noch die Wellen betrachten, sehen, dass Epsilon und μ, das ist ja der Faktor, der hier zukommt, auch was mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle zu tun hat. Und das ist genau die Größe, die das hier verbindet. Und das ist, wie gesagt, kein Zufall, sondern einer Welle kann dann eben auch ein Impuls zugeordnet werden. Und wie gesagt, dass das genau mit dem S rauskommt, das erklärt uns letztendlich die spezielle Relativitätstheorie. Ja, und so haben wir jetzt eigentlich auch alles zusammen, um tatsächlich Impulserhaltung jetzt konkret hinzuschreiben. Das heißt, wir fassen das Ganze einfach nochmal zusammen. Wir hatten die Kraftdichte, die ja die Zeitableitung der mechanischen Impulsdichte war. Und wir hatten jetzt auch festgestellt, wir können das auch schreiben als Divergenz t minus die Zeitableitung von Epsilon μ mal Pointing-Vektor oder eben als Divergenz t minus die Zeitableitung des elektromagnetischen Impulses. Ja, und wenn Sie die Gleichung sich anschauen, dann haben Sie natürlich auf beiden Seiten die Zeitableitung stehen. Das kann man zusammenfassen. Das heißt, wir könnten jetzt bilanzieren, dass die Zeitableitung der Summe von mechanischen Impuls und dem, was wir als elektromagnetischen Impuls eingeführt haben, eben gleich der Divergenz des Maxwell'schen Spannungstensors ist. Hier nochmal hingeschrieben, wirklich mit der Bezeichnung P, mit der elektromagnetischen Impulsdichte. Und so wie es hier steht, ist es tatsächlich auch die lokale Impulsbilanz, also der Impulserhaltungssatz in der
lokalen Formulierung. Hier steht eben die Impulsveränderung in einem Volumen und das hier hinten würde ja wieder führen auf einen Fluss durch die Oberfläche hindurch, wenn wir es integrieren, was wir jetzt auch machen. Das heißt, wenn wir das auf beiden Seiten das Volumenintegral bilden, dann haben wir auf der einen Seite eben stehen die zeitliche Ableitung des Gesamtimpulses im Volumen und auf der anderen Seite den Fluss des Maxwellschen Spannungstensors durch die Oberfläche hindurch. Und das ist die integrale Impulsbilanz. Ja, wir haben hier also jetzt den Impuls eines elektrischen und magnetischen Feldes kennengelernt. Das ist in gewisser Weise neu, das hat man bisher noch nicht gesagt, dass eben das elektromagnetische Feld auch über einen Impuls verfügt. Übrigens, man könnte jetzt auch weitermachen, es verfügt auch über einen Drehimpuls. Und wir finden das auch an einigen Stellen natürlich wieder. Der Strahlungsdruck, der mit diesem Impuls verknüpft ist, wurde ursprünglich mal vorhergesagt von Johannes Kepler, Ende 16., Anfang 17. Jahrhundert. Und zwar als Erklärung dafür, dass Kometenschweife immer von der Sonne weggewandt sind. Maxwell, nachdem ja auch der Spannungstensor benannt ist, hat schon gefunden, dass die Normalkomponente und die volumetrische Energiedichte zusammenhängen. Etwas, was wir ja eben auch schon herausgestellt haben. Im Wellenmodell, wo wir jetzt letztendlich uns befinden, also sprich in der Felddarstellung, da haben wir den Spannungstensor jetzt kennengelernt und Sie sehen, dass dort eben der Impuls auftaucht. Sie wissen wahrscheinlich, dass es alternativ zu einem Wellenmodell auch ein Teilchenmodell gibt. Und zurückgehend auf Planck gibt es den photoelektrischen Effekt, wo wir tatsächlich auch den Impuls eines Photons, des Quantums einer elektromagnetischen Welle finden und wo es dann auch eine Energie-Impuls-Relation gibt, die schon wieder auch verweist auf die relativistische Verknüpfung, aber auch auf eine quantenmechanische Verknüpfung. Das Ganze hat auch Anwendungen oder eben vielleicht auch postulierte Anwendungen, Sonnensegel als Antrieb außerhalb der Erdatmosphäre sind immer mal wieder diskutiert worden. Also tatsächlich führt der Impulsübertrag auf eine große absorbierende oder besser noch reflektierende Oberfläche. Beim Reflektieren gibt es den doppelten Beitrag, Aktio gleich Reaktio. Gibt es tatsächlich einen Impulsübertrag und damit eine Beschleunigung. Diese Beschleunigung ist aber außerordentlich gering und sie nimmt natürlich mit dem Quadrat des Abstandes zur Sonne ab. Aber es gibt Überlegungen, dass man also dann zumindest sonnennahe Beschleunigungsbahnen nutzen könnte, um Objekte auf sehr hohe Geschwindigkeiten zu bekommen. Was vielleicht interessanter ist, es gibt Arbeitsgruppen, die beschäftigen sich mit der Mikromanipulation mithilfe von Licht. Da wird also versucht, spezielle kristalline Strukturen beispielsweise, teilweise auch fluide Strukturen durch Licht in Bewegung zu bringen. Und dazu brauchen sie natürlich auch den Impulsübertrag. Gut, das soll reichen für das Thema Impulserhaltung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Verweise wie immer auf die Webseite und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Beitrag wiedersehen. Besten Dank.